Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. Wie immer zu spät, aber irgendwann muss man damit mal anfangen. Mal die Rähmchen herzurichten. Eigentlich wollte ich das ja schon lang machen. Aber ich kann euch sagen, ich habe den Kasten immer noch nicht runtergesetzt. Das ist mir zu weit weg. Das müsste ich auch noch machen. Schauen wir mal, wie weit das mal kommen. Und naja, ihr werdet es ja sehen. Jo, fertig, endlich. Eine war bis übrig geblieben, das heißt sehr schönes Timing. Da reiße ich jetzt nichts mehr auf. Und zwar habe ich nicht erwähnt, wie immer. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich will es spätestens beim Schneiden sehen. Ich nehme da 100% Bienenwachs. Die sind immer ein bisschen teurer. Das wäre jetzt 1 Kilo. Wir haben jetzt genau 9 Kilo verarbeitet. Das ist das Ergebnis. Ein Rähmchen ist noch übrig geblieben und ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was 1 Kilo momentan kostet. Ich weiß es gar nicht, Wachsschmelzen ist noch dran. Wenn ihr mir Fragen stellt, wäre es vielleicht besser, ihr schaut unten in die Kommentarleiste und schickt mir das auf Freenet. Das kriege ich aufs Telefon, da kriege ich das auch mit. Und Frage und Antwort, das letzte Mal waren wir ja schon fast dort gesessen, um das zu machen, aber dann kam wieder was dazwischen. Das ist ein Elend. Ja, dann schauen wir mal. Also ich räume jetzt hier mal ein bisschen auf, dass hier Feierabend wird und dann, ja, bis dann. Das waren jetzt im Übrigen 9 Kilo und ich habe jetzt auch fast keine, also für einen Kasten hätte ich noch da, aber da muss man dann vielleicht einmal wieder was nachkaufen. Das eine räumen wir noch schnell weg. So. Und aufgrund von Zeitgründen werde ich die jetzt auch nicht mehr tackern. Das mache ich dann ein anderes Mal. Aber das verpasst ihr natürlich auch nicht, weil das nehme ich ja auch auf. Und ja, das seht ihr dann. Das ist eigentlich kein Akne, das Durchtackern. Aber ich muss jetzt dann irgendwann einmal heim. Das ist mir schon alles viel zu spät. Und das Durchtackern, das dauert jetzt garantiert noch einmal 20 Minuten und das ist mir jetzt einfach zu lange. Ja. Ha, 14 Kästen und ein Rähmchen. Natürlich habe ich das noch nicht gemacht. So, jetzt sind wieder alle im Kasten. Ne? Jetzt schauen wir mal, wie ich das jetzt deichseln werde. So. Da muss man mal ein bisschen zärtlich gehen. Ich habe jetzt natürlich auch keine
Klamotten an. Das heißt, es wird ein bisschen schwierig mit dem ganzen Zeug. So, der gehört zum Fräsen. Ich habe hineingeatmet, das ist ganz schlecht. Jetzt riecht man die noch hin. So, ich habe jetzt das so gemacht. Ich habe jetzt quasi hier, den Deckel machen wir nochmal auf. Ich habe den jetzt komplett runtergenommen. Also gut, den Deckel mache ich nochmal auf. So, sonst finden die den neuen Eingang und Ausgang nicht. Jetzt mache ich das ja so und lasse den wieder ein paar Tage stehen. Und dann werden die dann schon irgendwann mal das untere Flugloch nutzen. Deswegen konnte ich jetzt auch diese Rähmchen nicht mitnehmen. Ne? Deswegen habe ich die jetzt auch nicht mit eingelötet oder bearbeitet. Und jetzt muss man halt ganz einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ihr werdet es ja noch sehen. Und wenn einmal eine Schlechtwetterphase ist, also wenn es einmal 3 Tage regnet, dann machen wir da ganz einfach mal zu. Und dann beim Rest schauen wir mal. Also ich weiß nicht, wie lange das der wird, viel zu kurz. Dann sagen wir bis zum nächsten Schnitt.